Blazers-Suche beginnt. Nach den Gerüchten aus der Vorwoche bleiben die Portland Trail Blazers bestrebt, Superstar Damian Lillard entgegenzukommen. Das Team soll entschieden haben, in der kommenden Spielzeit im Win-Now-Modus zu verfahren und jetzt mit der Suche nach Spielern beginnen, mit denen man ein titelfähiges Team um Lillard herumbauen kann. Am Donnerstag wählten die Blazers an dritter Stelle im Draft Point Guard Scoot Henderson, anstatt den Pick für einen sofortigen Erfolg zu tauschen. Diese Entscheidung führte zu Spekulationen, dass der 33-jährige Lillard einen Wechsel zu einem konkurrenzfähigeren Team anstreben könnte. Allerdings wollten die Offiziellen der Blazers wohl lediglich einen vorschnellen Entscheidungsschluss vermeiden, um so eine möglichst gute Strategie für die kommenden Wochen auszuarbeiten. Ein Verbleib von Top-Talent Henderson bei den Blazers erscheint dabei mehr als fraglich. Gerüchte um einen möglichen Trade mit Miami für Bam Adebayo halten sich weiter. Lillard selbst hat sich übrigens zu den Entwicklungen der letzten Tage noch nicht öffentlich geäußert. Verlängert Westbrook in LA? Russell Westbrook plant laut Howard Beck von GQ Sports in der kommenden Saison Teil der Los Angeles Clippers zu bleiben. Nach einer schwachen Zeit bei den Lakers konnte er beim Stadtrivalen deutlich mehr aufblühen und soll die Offiziellen früh dazu bewegt haben, ihn an die Franchise binden zu wollen. Westbrook habe wohl bereits potenzielle Angebote von anderen Teams erhalten, soll sich aber vor allem aufgrund seiner Lebenssituation für einen Verbleib in LA entscheiden. Finanziell hat der Point Guard ausgesorgt und auch der Lebensmittelpunkt seiner Familie ist fest in Los Angeles verankert. In der letzten Regular Season spielte Westbrook 21 Matches für die Clippers und erzielte durchschnittlich 15,8 Punkte und 7,6 Assists. Zustimmung für einen Verbleib kam jetzt auch von Teamkollege Paul George. Er betonte die Anpassungsfähigkeiten und den positiven Einfluss des 34-Jährigen. Thompson über Paul. Nach dem Wechsel von Chris Paul zu den Golden State Warriors hat sich Teamkollege Klay Thompson zum Neuzugang geäußert. Wie Steph Curry freue auch er sich, mit einem Topstar wie Paul zusammenspielen zu können, allerdings gab er auch zu, es sei komisch, mit einem einst so großen Rivalen plötzlich gemeinsam zu spielen. Die Warriors stehen vor einigen Herausforderungen, um Paul in die Teamchemie einzugliedern. Während die Warriors nämlich vor allem auf Tempo und koordiniertes Chaos setzen, ist Paul im Gegenzug für langsames Spieltempo bekannt. Die Offiziellen von Golden State sollen aus diesem Grund sowohl von Paul als auch von ihrem Team einige größere Anpassungen erwarten. Auch die Frage nach der künftigen Starting Five müsse geklärt werden. Gerüchten zufolge soll nach aktuellen Plänen Center Kevin Looney auf die Bank weichen, um eine Starting Five aus Paul, Curry, Thompson, Andrew Wiggins und Draymond Green zu ermöglichen. Kings gehen auf Kuzma. Die Sacramento Kings sollen an einer Verpflichtung von Free Agent Kyle Kuzma arbeiten. Das berichtet ESPN. So wolle man den finanziellen Spielraum von 35 Millionen Dollar nutzen, um den Kader mit einem Hochkaräter zu verstärken. Nach den Abgängen von Richaun Holmes und Harrison Barnes hat das Überraschungsteam der letzten Saison Bedarf in Sachen Power Forward. Wie sich die Verhandlungen aber weiterentwickeln, bleibt zunächst abzuwarten.